Das hat Nisamee in seinem Buch beschrieben. Also genau die Themen, die, wenn du den Punkt berührst, oder kam Verletzungsthemen hoch, und genau das Thema hatte Nisamee in seinen Geschichten verarbeitet. Okay, das war das Buch mit den... Also was, er hat im 12. Jahrhundert was der Menschheit überlassen, ja, ich weiß nicht, was der geraucht hat, aber die Gruppe ist ja sehr aktiv darin, aber dass jetzt erst verstanden wird. Das heißt, er hat eine archetypische Verletzung in uns. Jeder Mensch hat alle sieben Planeten Schwingung in sich. Und dann weißt du, dieser Planet, das ist dieser Punkt, und du weißt, welche Verletzung. Ist es wichtig zu wissen, welche Verletzung?